glaube, es war hier irgendwo. Können wir uns da irgendetwas leisten? Sieht nicht so aus. Casting Spoon, 5 Gramm. Tja. Da müssten wir auf alle Fälle noch ein Level aufsteigen, bevor wir uns sowas da kaufen können. Okay. Vielleicht tut's auch ein anderer Schwimmer. Schauen wir mal, können wir uns aber alles noch nicht kaufen. Ist ein bisschen blöd. Wird so schöne Sachen geben. Können wir uns aber alle noch nicht leisten. Nicht vom Geld her, sondern von unserem Punktestand her. Noch größere Haken. Ja, kommen auch erst mit dem nächsten Level. Okay. Nee, sogar, ja. Doch, ein Viererhaken. Ja, da müssen wir noch ein paar Levelchen steigen. Das hier sind dann, glaube ich, so die richtigen Wallerhaken und sowas. Was kriegen wir denn an Köder, wenn wir das nächste Level erreichen? Kriegen wir Dosenfutter. Okay. Was machen wir denn da? Da können wir eigentlich nicht viel machen. So gut wie gar nichts machen. Obwohl ich glaube, dass man mit den Dingern hier mehr Erfolg haben könnte. So, hier haben wir alles. Mit Käse haben wir mal was anderes gefangen. Sehen wir auch, wie viel wir da bekommen haben. Ich glaube, wir wechseln mal wieder auf Köder. So, hier. So, komm, hier nehmen wir noch mal Käse. Probieren wir das Ganze hier nochmal. So. Haben wir immerhin 7 Meter. So, jetzt fehlt uns bloß noch das Fischi. Das Fischi kommt nicht. Das Fischi will noch nicht ganz. Ob es hier überhaupt möglich ist, mal was Großes zu fangen an diesem Tümpel hier, frage ich mich gerade. Oder ob man da wirklich erstmal ein bisschen einen höheren Level haben muss, dass man dann auch an die größeren Fischis drankommt. Ist natürlich die Frage. Aber da das Ganze jetzt hier scheinbar erstmal nicht großartig weitergehen wird, denke ich, wir werden jetzt noch ein paar Versuche machen,
Und sonst werde ich erstmal privat ein bisschen weiterspielen, dass wir hier ein bisschen uns aufleveln können. Und dann mal gucken, ob wir hier auch mal ein großes Fischi an Land ziehen können. Na, haben wir jetzt mal. Junger Kanalwels, schau mal. Es ist also möglich, auch was anderes zu fangen. Und der hat uns auch mal mehr Erfahrungspunkte gegeben. So, probieren wir doch gleich nochmal. Ja, ab wann kann man Hechte angeln? Würde mich auch mal interessieren. Köder wurde zu weit gezogen oder ist weg. Schauen wir mal. Ab Level 3 hatte ich also recht. Sind die schwer zu fangen, weil mindestens Level 5 und hatte bisher keinen einzigen. Ja, du brauchst wahrscheinlich dafür auch den richtigen Köder, mein Freund. Ich beobachte hier gerade mal ein bisschen den Chat, weil mich das gerade mit den Hechten auch interessiert. Da wäre nämlich ein bisschen mehr Action drin. Okay. Am Spot. Rechte Seite, ja, da sind wir ja eigentlich. Ist aber eine ganz gute Idee mal. Am Schiff längs. Okay. Ist ja schon mal ganz schön. Haben wir das auch mal. Die Frage ist, obwohl hier anscheinend so viel andere noch hier am, ja, sag ich mal, Angeln sind. Am virtuellen Angeln tut sich hier aber sehr wenig. Ich habe hier noch nie einen anderen Fischer gesehen. Aber immerhin haben wir jetzt mal was anderes erwischt. Und da kommt noch mal was, ha? Schauen wir mal. Irgendwas zuppelt. Und da haben wir wieder was. Schnur ist abgerissen. So ein Scheiß. Okay, also als Köder bleibe ich mal hier. So, hier Haken. Komm, nehmen wir mal so einen hier. So. Okay. Stellen wir uns den mal hier auf 2,30. 2,30 würde ich. Jetzt. Okay. Dann noch mal ein Versuch. So, komm. Na, komm. Einen Wels haben wir doch schon geschafft. Da muss doch jetzt auch noch ein anderes Fischi drin sein, oder? Oh, da haben wir wieder was. Aber ich glaube, das, was uns vorher da die Schnur abgefressen hat,
Ich glaube, das war ein stolzes Exemplar. Aber das haben wir leider nicht geschafft. So, komm. Da ist er wieder. Das Fischi Fischi. Na komm schon. Schnapp dir den Köder und los geht's. Das Vorfach, ja. Der eine will immer noch wissen, wie man hier Hechte fängt. Ich glaube allerdings, dass der Käse ein ganz guter Köder ist. Zack. Dann probieren wir es nochmal. Aber wenn es so weitergeht, dann werden wir uns bald eine neue Angelschnur kaufen müssen. So, schauen wir mal. Dieses Mal bin ich aber mal schlauer. Oder sollen wir gehen mal ein bisschen runter. Mit dem Rollenwiderstand. So, jetzt komm. Jetzt haben wir anscheinend hier was, wo wir die großen Fischis haben. Schauen wir mal, ob wir dann noch mal Glück haben. Noch mal so einen schönen Wels oder was? Irgendwas Großes, dass wir hier auch mal ordentlich Erfahrungspunkte kriegen. Na, wo ist das Fischi? Scheinbar weg. Ah, jetzt haben wir hier wieder was. Ja, schau mal. Junger Kanalwels. Jetzt wissen wir langsam, wo die Viecher sind. Probieren wir gleich nochmal. Wissen wir, wo die großen Fischi sind. Komm, gleich den nächsten. Das sind die schönen Fischis. Mit denen geht es dann auch ein bisschen flotter, bis wir das nächste Level haben. So, komm. Aha, die Forelle geht gut mit diesem Chick-Ding da. Aber dazu müssen wir noch ein Level aufsteigen, glaube ich, dass wir uns das Teil da kaufen können. Jetzt haben wir hier zumindestens. So, jetzt kommen aber. Haben wir da noch was? So, probieren wir es noch mal. Ich möchte noch mal so einen Kanalwels haben. Ah, die kriegt man anscheinend nicht ganz so einfach.
Wie beim echten Angeln auch. Wo ist das Fischi? Da haben wir wieder was. Und der will noch nicht so ganz. Da haben wir wieder was, komm. Wieder ein Kanalwels. So. Probieren wir gleich nochmal. Jetzt wissen wir so langsam, wo die Viecher sind. So, komm, komm. Wenn wir dann so weitermachen, dann müssten wir ja bald das nächste Level haben. Und dann können wir uns ja so einen Kunstköder da kaufen. Fürs Raubfischangeln. Der eine hier will anscheinend unbedingt einen Hecht haben. Ich vergnüge mich hier erstmal mit den Kanalwelzen. Tada! Mal wieder was. So langsam gefällt mir hier dieser Angelplatz. Jetzt wissen wir, wo die Viecher sind. Man sieht also, es braucht ein bisschen Übung, bis man das Ganze so ein bisschen rauskriegt. Dieses Mückengesumme hier nervt manchmal ein bisschen. Wir haben jetzt 9.15 Uhr in dem Spiel. Schauen wir mal. Hechte stehen vorm Schiff. Da kommen wir gar nicht hin. Ach so, vorm Schilf. Ah, kleiner Verleser. Es war zu früh. Ich dachte, das wäre jetzt der richtige Moment gewesen. So, schauen wir mal, ob wir da nicht noch mal was Nettes rausziehen können. Okay. Und noch mal ein Käsedingens dran und rein damit. So, jetzt aber. Da haben wir schon wieder einen Zuckler gehabt. Na, wo bleibt unser Fischi? Zuppel, zuppel. Komm, friss das Ding richtig. Jawohl. Wieder ein Kanalwels. Ah, den muss ich jetzt anscheinend freilassen, obwohl hier keine Beschränkung steht. Den kann ich nicht behalten.
Dann nochmal, Hauptsache es bringt Erfahrungspunkte. Das ist ja im Moment das Wichtigste. Wir brauchen erstmal Erfahrungspunkte. Mich würde es natürlich auch interessieren, ob man dann irgendwann mit einem größeren Level auch mal im Meer angeln kann. Weil da müsste man ja dann eigentlich super Chancen haben, dass man da mal ordentliches Fischi rauszieht.